Gutes beigebracht. Schnauze, Matt! Und dann hallo und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, kaum bin ich drinne, fängt er an zu nerven. Ich könnte ihn schlachten und zu einem Topf verarbeiten. Und dann könnte ich ihn ja an seine Freunde aus dem Ort, wo er herkommt, füttern. So, was hätten wir denn zu tun? Aktuelle Mission, Rezepte, Sekte, Aufnahme, Sumpflager, um Gottes Willen, verschwundener Gardist, Prüfung des Vertrauens, Aufnahme, altes Lager. Wir müssen unbedingt dann sehen, dass wir das neue Lager mal besuchen. Vorher brauchen wir aber noch Knede Peter, um uns die Karte hier zu kaufen. Das waren ja 15... Oh, Schnauze! Der nervt echt so extrem, das ist so wunder... Nee, ist auf keinen Fall wunderschön. So, 24 haben wir, das heißt, wir sollten ein bisschen was machen. Gucken, dass wir halt... Man könnte jetzt natürlich hier noch alle Leute abklappern. Ich glaube, ich früher oder später... Oh, okay, es bruckelt heute wieder so ein bisschen komisch. Es ist immer wieder merkwürdig. Aber es soll ja trotzdem Spaß machen. Und ich sag mal so, solange ihr nicht davon reihen müsst und ich es reihen in Grenzen halten kann durch dieses Geruckel, wo man ja fast noch epileptische Anfälle von kriegen könnte, geht ja alles halbwegs in Ordnung. So, der Doofnase folgt uns. Sir Dumpfbacke von Matt. Und wir könnten es jetzt ja mal versuchen. Jetzt wo? Ihn auf die Schnauze zu hauen. Nein, wir können jetzt zu zweit versuchen, die da hinten einen Platz zu kriegen, wo ich bezweifle, dass er uns helfen wird. Oder wir könnten versuchen, einfach durchzukommen. Obligatorisch machen wir mal den da. Wupp, mal wieder auf den anderen Spielstand. Und dann versuchen wir es einfach. Wird es nichts, dann ja, lassen wir das immer noch. Auf jeden Fall sind wir jetzt mal mit der neuen Axt etwas besser bei. Ich soll dir schön... Hüser! Hua! Matt, du faule... Na, jetzt noch nicht! Zusammen sind wir echt unschlagbar. Ja, schlag zu und red nicht! Ah! Na, okay. Und damit wissen wir, dass Matt uns eine ganz dolle Hilfe ist. Sollte er uns bei den Wölfen oder so auch nicht helfen. Zusammen sind. Schnauze. Kriegt er gleich nochmal einen auf das genüssliche Näschen und dann ist Jacke wie Hose, dann soll er mir ich mal am allerwertesten. Dann kriegt er jetzt mal Schläge, wenn er uns zu nahe kommt. Und bis wir ihn irgendwann mal totgeschlagen haben. ja. So, Steuerung wieder akrylieren und dran gewöhnen. Wie gesagt, wir könnten es jetzt hier nach unten gehen, also links rum und dann da zu dieser Jagdhütte hin. Also dann links jetzt runter, rechts dann rein in diese Hügellandschaft, wieder rechts und dann rechts zurück. Das müsste diese Jagdhütte sein, die genannt war. Irgendwie. Und da uns erstmal angucken, oder wir gehen jetzt hoch, wirklich direkt zur Mine. Weil von der Jagdhütte aus müssten wir da ja auch hinkommen. Durch den Wald! Ja, da macht uns bestimmt irgendwas kalt. Oh. Alter, kann der nerven. Alter. Ich ertränk ihn im Fluss und lass die Leiche den Ganges hinunterspülen. Dafür mache ich sogar extra eine Reise. So, da hinten haben wir ein Flatterviech. Mal gucken, wie wir uns gegen das Flatterviech wehren. Hallo, Flattervieh. Guck, guck. Ja, hier bin ich. Ja, komm. Ja, der haut von mir ab. Kannst du... Ja, hallo. Husa! 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 Na, stimmt! Und sogar aufgestiegen durch das kleine Mistervieh. Und wie wir sehen... Das wäre es jetzt gewesen. Scavenger von hinten. Das wäre es jetzt echt gewesen. Und wie wir sehen, hilft er uns auf jeden Fall nicht. So, das heißt, wir müssen jetzt wieder ordentlich uns hier essen. Und Matt ist verschwunden. Wir sind Matt wieder los. Kaum gibt's Ärger, haut er ab. Keine Ahnung, wo er geblieben ist, soll er mir auch mal am allerwertesten vorbeigehen. So, Stufenaufstieg. Gucken wir uns doch mal an. Stufe 2. Erfahrung, lalalala. Einhänder.
Diebstahlchance, wir müssen echt trainieren. Aber jetzt haben wir schon mal 20 Lernpunkte. Das Problem ist, ich weiß echt nicht, worin ich investieren soll. Wäre auch ganz gut, wenn wir hier den Viechern, das heißt den Jägern dahin, aber ich glaube, das war alles mit 100 Lernpunkten. Aber dann können wir den Viechern ja doch ein bisschen was rausholen. Ich versuche einfach mal, mich so ein bisschen auch an den Viechern vorbeizuschleichen, dass wir so nicht alle schlachten, sondern was uns für später überlassen. So. Ihr futtert da ruhig weiter. Ich will von euch gar nichts. Ich gehe hier entlang. Ruck, ruck, ruckala, ruck. Was ist das? Irgendwas. Yeah, nee. Hey, hallo Freunde. Na, hier rum sollten wir so halbwegs sicher sein. Ich hoffe mal, die lassen uns in Ruhe. Dann kann ich irgendwie noch so ein paar Pilzchen holen. Scavengers, ne? Ja. Sind zwar auch Erfahrungspopel, die wir da sammeln könnten. Da sind zwei von den Fliegen. Drei, oder? Waren es ja zwei oder drei? Das ist auf jeden Fall zu viele. Deswegen auch hier Weg drum herum. Bis hierhin sind wir ja schon mal sicher durchgekommen. Ey, das werden echt immer mehr Viecher hier. Ich glaube, an denen müssen wir dann doch mal schlagend vorbeigehen. Ich guck mal kurz auf. Look hard. Wir sind also fast da. Da vorne müssen wir dann rechts herum. Das heißt, den einen Scavenger da müssen wir dann doch mal vielleicht ein bisschen, naja, freundlich auf die Schulter klopfen. So. Haben wir es doch mal gemacht. Er freut sich, dass wir ihn besucht haben und wir freuen uns über sein Fleisch. Und da ist eine Höhle. Eine Höhle, Höhle. Tralalalalala, tralala. Da machen wir mal wieder den hier und hoffen auf das Beste. Hallo Höhle. Hallo Kami. Ih, da vorne ist ein Gegner. Grunzende Gegners. Nachtschatten, wir wechseln immer gerne mit. Anscheinend hätten wir normalerweise durch die andere Richtung kommen müssen. Ist jetzt aber auch nicht schlimm, ne? Also ich nehme hier einen Krug, ich nehme das hier gerne alles mit, ohne mich mit denen da vorne anlegen zu müssen. Da ist aber noch eine Waldbeere. Ich will die Waldbeere haben. Hallo, ich möchte gerne nur einen von euch haben. Könnte einer? Einer vielleicht näher kommen? Hallo? Hüsse! Hüsse! Hüsse, 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 hüsse! Hüsa! Komm, nochmal zu! Los und. Ja! Huhu! Das lief doch ganz gut. Zack. Zack. Und jetzt können wir das Waldbärchen da auch noch holen. Nur da möchte ich nicht durch und da wollte ich auch nicht durch, weil ich ganz böse Befürchtung habe, dass uns dann der Wolf wieder genüsslich verschlungen hätte. Das ist ganz schön fies, dass der Wolf kleine Okamis frisst. Aber wenn er so einen Hunger hat, ja, das schürt ja auch die üblichen Ängste, dass der Wolf ja so böse ist. Aber müsste er eigentlich mehr Angst vor uns haben, als wir vor ihm. Aber naja, sei es drum, sei es drum. Was haben wir denn hier? Außer, dass es wieder ruckelt. Ich warte mal kurz. Nee, also das ist so ein bisschen, das ist ärgerlich und ich weiß echt nicht, woher das kommt. Ob das jetzt an dem Mods liegt? Also das hatten wir, glaube ich, in den ersten drei Folgen so nicht. Da hatten wir halt die Performance-Probleme. Oh, noch und nöcher. Mal ordentlich rausgezoomt. Na, so stört es da nicht ganz so sehr. Wie gesagt, die Frames sind schön hoch. Es ist eigentlich alles Ordnung und trotzdem es ist schon nervig. Wit, 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 wit. Wit, 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 wit. Hallo? Hallo, jemand da? Hallo? Da sind Türme, auf die ich hochklettern kann und runterfallen zum Sterben. Oh, nee, das geht gerade mal gar nicht. Halleluja, woran liegt denn das denn wieder? Also das ist, wie gesagt, alles so semi-gut. Und ich glaube, lange kann ich das hier nicht ertragen. Also da kriegt man echt Kopfschmerzen von, muss ich zugeben. Daher trinke ich jetzt auch mal einen schönen Schluck Kaffee. Und hoffe, dass wir nicht runterfallen.
Ja, hier ist nur etwas zum Anfackeln. Nur ein Fackelmann und Schöne. So. Wump, wump, wumpapa, wumpa, wumpa, wumpapa. Ich glaube, hier könnten wir uns auch fallen lassen. Jawohl. Ah! Jetzt hat es sich wieder gefangen anscheinend. Oder muss ich einfach wirklich so gucken? Ich weiß es. Naja, da fängt es wieder an. Es ist... Du Nasenbär. Steuerung W. Hochklettern. Nicht vorbeirennen. Meine Güte. Ich muss dadurch echt mal von Steuerung weg auf Shift legen. Einfach, damit ich mich immer so verkrampfe. Ich glaube, das mache ich auch gleich mal. Ich glaube, das machen wir gleich mal. Einstellungen. Grafik. Tastatur. Lalalalala. Aktion. So, irgendwas hat man dann ja auch noch auf Shift. Aktion. Springen. Schnell laufen. Genau. So. Oh, ruckel, 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 aber ich glaube, das ist schon mal etwas angenehmer. Und da mal, sieht komisch aus, diese roten Fäden. Immer wieder dieselben Leier. Mhm. Nichts Neues, ne? Mhm. Wir machen auf jeden Fall den. Wer weiß, was uns hier sonst erwartet. Vielleicht hauen sie uns auch einfach mal genüssig auf die Nase, obwohl wir ja hier mit Auftrag sind. Aber ich traue in diesem Spiel inzwischen niemand mehr, nachdem uns der so nette Kerl... An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Aber wir horchen mal. Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Hallo! Ach ja, Shift. Hi, wohin sollst du gehen? Hi, wohin sollst denn gehen? Wir bringen das Sekret der Mindcrawler, das unsere Brüder in der alten Mine gewinnen, zu Kor Kalom. Einmal täglich gehen wir zur alten Mine, um es abzuholen. Aha. Was ist das für ein Sekret? Wir gewinnen es aus den Zangen der Mindcrawler. Wenn man weiß, wie, kann man sie herausnehmen, ohne dass das Sekret verloren geht. Das klingt nach etwas, was wir lernen könnten. Und was wieder viel kostet im Zweifel. Sagen wir, wie ich das Sekret... Ah, genau. Kannst du mir sagen, wie ich an das Sekret eines Mindcrawlers herankomme? Klar. Nachdem du das Vieh getötet hast, packst du es an den Beißzangen und reißt sie gerade heraus. Dann kommt die Sekretdrüse mit raus, ohne zu zerreißen. Er hat uns das umsonst beigebracht. Oh, umsonst gelernt. Bildung für alle. Yeah, wofür braucht... Wofür braucht Kor Kalom das Sekret? Soweit ich weiß, gewinnt er daraus ein Elixier, das die magische Kraft eines Novizen steigert. Seit wir uns auf die große Anrufung vorbereiten, kann er gar nicht genug von dem Zeug bekommen. Schön, dass er uns die ganze Zeit den Rücken einfach zustreckt. Man könnte ihn jetzt abstechen und dann ausräumen. Auch wenn ich die... Ja doch, theoretisch wird die Rüstung gar nicht mal so hässlich und das Schwert aber noch weniger. Habt ihr schon genug Elixier für die große Anrufung des Schläfers? Nein. Wir müssen noch eine Menge sammeln. In der alten Mine sind unsere Mindcrawler-Jagdtrupps Tag und Nacht im Einsatz. Das heißt, da könnten wir ein bisschen was mit verdienen. Habt ihr genug? Das ist sehr frei normal. Aber gut zu wissen. Und du, bist du mit mir auch? Das ist nur ein ganz normaler Tempel. Der ist nicht wichtig. Der ist völlig uninteressant. Hui. Klock, klock. Danke. Lass mich mal durch. Ruck, ruck, ruck. Ruck, 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 ruck. Eine Winde. Eine Winde. Ah, ja. Das ist... Okay, jetzt muss ich mich erstmal umgewöhnen. Okay, ich habe keine Ahnung, was die Winde macht. Aber wahrscheinlich hierfür, ne? Gucken wir mal. Ich muss mich jetzt an die leicht geänderte Steuerung gewöhnen. Ah, da hinten das Tor. Alles klar. Easy in Ordnung. Easy, easy, ne? Kann ich hier ein bisschen drehen? Noch schade. Das wäre jetzt auch noch schön gewesen. Was haben wir denn hier? Erzklumpen! Ja, wir finden Erz! Oh mein Gott, wir finden Erz! Ich bin begeistert. Wahrscheinlich kriegen wir noch nichts raus, weil ich da noch irgendwas für lernen muss, was erstmal 500 Erz kostet. Na komm! Usa! Ach Mensch, das kann doch nicht wahr sein.
Kommt da denn überhaupt nichts raus? Oh Mann, dann hätten wir uns erst mit dem Butler noch unterhalten müssen, glaube ich. Ja. Okay, er haut weiter. Oh, verdammt. Dann müssen wir uns mit Sicherheit noch mit dem Butler... Babusch, steht hier irgendwas? Schleichen kann man noch nicht. Akrobatik haben wir noch nicht. Waffengeschoss, Feuer, Magie, Leben, Magie, Stärke, bla bla. Schlösser öffnen. Ungeübt. 90% Taschendiebstahl. Armbrust haben wir noch gar nichts. Einhänder, Zweihänder, Bogen, Armbrust, bla 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 bla. Gucken wir mal. Haben wir hier irgendwas eingesammelt vielleicht? 24. Oh doch, anscheinend haben wir echt was eingesammelt. Falsche Tastenkombination. Ich lasse es einfach mal einen Moment für den Rest dieser Folge durchlaufen und guck mal gleich mal, ob das 24 sich vielleicht wirklich mehrt. Es wäre schön, wenn jetzt irgendwo so eine Anzeige so plus 1 kommen würde. Aber das ist geil, da können wir uns endlich immer ein bisschen was verdienen. Yeah, so, das soll mir reichen. Zum Gucken. Nee, überhaupt nichts. Es bleiben 24 und ja, schade, da müssen wir wohl echt erst noch was lernen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal so hier rein und kehren dann hier einfach irgendwann wieder zurück mit diesem Geruckel. Machen wir. Okay, wollte ich gerade sagen. Ich wollte gerade eh speichern. Neues Areal. So. Hallo. Ja, und was uns hier erwartet, das erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.